Geburtstagsfeier, 40 Jahre Radio Andernach. Gerade mal 5 Grad und Dauerregen in Main. Doch davon lassen sich die Kameraden von Radio Andernach ihren großen Tag nicht verderben. Dass Menschen in Verbindung miteinander treten, seit 40 Jahren durch Radio Andernach. Nach dem Feldgottesdienst treffen sich in der General-Delius-Kaserne ehemalige und aktive Mitstreiter des Betreuungsradios der Bundeswehr. Denn ein Hubschrauber-Typ Bell bringt den Ball zum Anstoß des prominenten Fußballturniers. Unter den Kickern sind unter anderem der Inspekteur der Streitkräftebasis, Vizeadmiral Manfred Nielsen und der parlamentarische Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe. Trotz widriger Bedingungen sind alle mit viel Elan dabei. Gespielt wird 2x15 Minuten. Es ist eine tolle Sache, hier dabei zu sein. Ich spiele ja sonst in der Abgeordnetenfußballmannschaft im Bundestag und ich habe sofort gerne zugesagt, dass ich gefragt worden bin. Der runde Geburtstag von Radio Andernach war nicht nur für die Politiker Anlass genug, in die Eifel zu kommen. Auch direkt aus dem Einsatz kamen einige Ehrengäste. Also der Grund ist, dass ich in der Band spiele, bei den M-Bates. Und wir waren 2011 schon damals im Rahmen der Truppenbetreuung in Afghanistan unterwegs und haben da in verschiedenen Standorten gespielt, haben da auch so einen Einsatzsong geschrieben. Und deswegen sind wir heute auch eingeladen worden, hier heute Abend Musik zu machen. Die lange Geschichte von Radio Andernach wird nun auch konserviert, denn eine ehemalige Sendekabine wird zum Museumsstück. Diese war zuvor mit dem Betreuungsradio viele Kilometer unterwegs. Nachrichten, Berichte und Grüße aus dem Einsatz gingen so über den Äther. Vom Einsatz zurück in Deutschland wird sie als Schulungskabine auch zur Ausbildung genutzt. Dann geht es zurück in den Sendebetrieb. Nach über einem Jahrzehnt in Afghanistan während des ISAF-Einsatzes der Bundeswehr kehrt die Kabine dann wieder nach Mayen zurück. Jetzt hat sie ausgedient und wandert ins Militärhistorische Museum der Bundeswehr nach Dresden. Deshalb heißt es auch für ehemalige Mitarbeiter Abschied nehmen. Ich war im ersten Kontingent und im dritten Kontingent SFOR 1997 bis 1998 mit dieser Kabine in Reilowatz in Sarajevo. Habe also fast ein ganzes Jahr in dieser Kabine verbracht, als Techniker am Pult sitzend. Da kommt die eine Träne schon raus, muss man schon sagen. Wenn man sie heute sieht, wenn man sieht, knapp 20 Jahre später hier drin zu stehen, wo man groß geworden ist, das ist toll. Ein feierlicher Appell mit Vizeadmiral Nielsen und Staatssekretär Brauksiepe bildet dann am späten Nachmittag den Abschluss des offiziellen Teils des 40. Geburtstags von Radio Andernach. Mit Rockmusik der Band M-Bates lassen Gäste und Aktive dann den Jubiläumsabend ausklingen.